Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Journal with me, Schrägstrich, Wochendeko, wie auch immer. Genau, ja, ich denke, wir fangen erstmal wieder an. Wir haben heute Donnerstag und ich starte erstmal und gucke, wie weit wir kommen, ob ich wieder ein Teil mache oder zwei Teile. Wir werden sehen. Ich bin natürlich auch mal wieder nicht vorbereitet, aber ich weiß halt auch ganz oft vorher nicht, was ich machen soll, so, ne? Aber ich glaube, das geht uns allen so. Es sei denn, man hat echt mal irgendwie so einen Einfall, ne? So wie hier mit, ich weiß, ich will das Foto einkleben oder ich weiß, ich will das einkleben und der Rest ergibt sich drumrum. Aber ja, also was ich auf jeden Fall schon mal weiß, wo ich Bock drauf hätte, den habe ich mir schon rausgesucht. Das ist dieses Sticky Note. Den würde ich, glaube ich, gerne hier hinkleben, weil hier sozusagen ein langes Wochenende ist, beziehungsweise hier jetzt ein langes Wochenende haben. Und ich hatte am Dienstag dann noch spontan gefragt, ob ich vielleicht den Mittwoch halt auch schon frei haben könnte. Und ich war halt gestern schon zu Hause. Und ja, er freut sich nun, dass er jetzt schon hier schon nach Hause durfte, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich hatte erst schon überlegt, ob ich hier irgendwie schon so ein, hier so eine Art Rahmen drum ziehe. Also, beziehungsweise heißt Rahmen, dass ich diese vielleicht nur außen nochmal umrande schwarz. Irgendwie so. Müssen wir mal schauen, wie wir das irgendwie regeln. Genau. Vielleicht können wir hier auch irgendwie noch so ein cooles Zettelchen drunter kleben. Ich hätte ja echt gerne irgendwie so einen Block mit so wie die. Wie dieses hier, ne? Oder wie sowas hier. Da hätte ich echt gerne so ein paar verschiedene Papiere. Ich hatte auch mal bei AliExpress geguckt, aber da hat man dann wieder immer nur so ein Farbschema. Das heißt, man muss sich dann da irgendwie gefühlt fünf, sechs Blöcke kaufen, damit, man irgendwie halt dann auch mal mehrere Farben hat. Und dann dachte ich mir, na, ich könnte mir das ja vielleicht auch selber machen und so. Aber es ist, ich meine, das ist natürlich auch in Ordnung, das geht natürlich auch. Aber manchmal ist es halt vielleicht auch einfacher, wenn man sich hier nicht selbst vorbereiten muss, sondern halt auch einfach schon was griffbereit hat. Ja, aber ich hatte da halt einfach so ein, aus so einem Notizbuch, was ich mal in der Stationery Selection Box hatte, weil das halt so dünnes Papier ist, da habe ich dann halt einfach so random mit einem Mildliners gemalt, dass ich mir dann hier sozusagen so Stücke rausreißen könnte. Aber, ich könnte schon wieder irgendwie, hätte ich Bock auf Gelb. Wie wäre es mit Rot? Ich kriege auch schon wieder Hunger, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ne? Ist noch früh am Morgen. Naja, wo so ganz früh ist es auch nicht, aber. Ach, ich nehme einfach das Rote. Aber Rot hat mit. Na, egal. Es kommt, wie es kommt. Oder was vielleicht auch noch cool wäre, wo ich das hier gerade so im Augenwinkel sehe. Weil da hätte ich sozusagen noch zwei Stücken, die ich hier verteilen könnte. Ich habe einfach mal Lust, hier so ein paar Zettel mit reinzukleben. Oh, das wäre echt geil. Ich hätte echt gerne mehr sowas. Ich habe mir mal bei Kiroku sowas gekauft. Und die hatte aber nur so ein Grün und nur so ein Gelb. Und eigentlich hätte ich ja gern irgendwie sowas, ne? Ja. Vielleicht muss ich nochmal bei AliExpress schauen. So ein bisschen nervt mich das schon. Ich hätte schon gern so random so ein paar Zettel da einfach zum Runterkleben, zum Abreißen und so. Weil alles, was ich sonst hier habe, ist halt alles nur so ein Vintage-Kram. Und ja, weiß ich auch nicht. Ich habe halt auch selbst nur so Vintage-Kram hier. Also, das heißt Vintage, aber halt einfach so diesen, ja, diesen ganzen Classic-Kram, der mehr so ein bisschen dann immer verleitet, ein
bisschen vintage zu werden. Aber naja, gucken wir mal. Was natürlich vielleicht cool wäre, wäre ja auch diese Kombi hier, ne? Mit dem Grün und mit dem Gelb. So. Ach, guck mal, dann machen wir das vielleicht. Nicht hier. Ja, so vielleicht. Dann kann ich hier so schon Hello Weekend aufschreiben oder so. Oh, warte mal, ich habe doch da auch noch so einen coolen da. Dann bräuchte ich nicht mal schreiben. Ist halt nur die Frage. Oder wir machen das so. Und dann hochkant. Ja, das finde ich, glaube ich, gut. Ja. Machen wir einfach. Es war halt auch eh nicht so viel los bei mir. Also bei mir ist eigentlich nie viel los, aber dann ist hier schon mal gut Platz verbraucht. Nehmen wir wieder schon das Frische. Ach nee, es ist gar nicht das Frische. Nehmen wir mal das schön Frische hier. Weekend. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese zwei Tage hier haben sich angefühlt wie sie auch nicht. Wie gefühlt eine ganze Woche irgendwie. Bin ich echt froh, dass das dann auch geklappt hat und ich so spontan noch freikriegen konnte. Also schon freikriegen konnte. Immer schön gleich alles wegräumen hier. Ich habe keine Lust, nachher so ein Chaos hier zu hinterlassen. Aber eigentlich, das ist auch mal blöd, weil dann muss ich das nachher, wenn ich jetzt zwischendurch schon aufräume, muss ich das halt immer zusehen, dass ich das dann rausschneide. Das ist halt auch immer ein bisschen blöd. Machen wir da drunter vielleicht noch Washi Tape. Wie wäre es denn vielleicht mit dem hier? Das ist von Chemigan. Da können wir uns dann noch wieder ganz viele Farben aufgreifen, wenn wir Lust haben. Das klebe ich das, klebe ich das vielleicht mal so? Wie viel Platz braucht er? Nee, machen wir erstmal. Mal gucken. Machen wir erstmal so. Schneiden wir den Schnupsi hier ab. So, und dann könnten wir ihn ja jetzt. Das Tape ist schon echt. Irgendwie finde ich das cool. Obwohl das schon sehr. Ein bisschen drückt irgendwie. Egal. Der Anfang ist immer echt am gemeinsten von allen, ne? Erstmal irgendwie da, ich mache das jetzt einfach hier fest und dann wird sich das irgendwie entwickeln. Ist mir egal jetzt. So. Bevor ich jetzt hier irgendwie noch länger hin und her überlege. Ich weiß halt nicht, soll ich das vielleicht mal über die Ecke, also über die Dings kleben? Ich mache das jetzt einfach mal. Aber dann möchte ich, glaube ich, hier auch noch ein bisschen Washi-Tape haben. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Jetzt muss ich jetzt natürlich auch den Tombo nehmen, der so richtig schön klebt.
So. Ich weiß nicht, ob das noch. Ach doch, ja. Es ist, ne? Für dich finden wir auch noch einen Platz. Kleiner Mann. Hm? Ich kann ihn ja erstmal hier so anbappen. Oder vielleicht machen wir ihn auch hier mit so ein bisschen Abstand. Oder so. Ja, vielleicht. Werden wir mal schauen. Ich kann auch irgendwie einfach jetzt nicht so, anstatt dass ich einfach beim Montag anfange und mich irgendwie vorarbeite, ne? Geht das auch irgendwie nicht. Ja, irgendwie weiß ich hier gerade, was das da unten angeht, noch nicht so wirklich weiter. Deswegen können wir erstmal irgendwo anders starten. Ich kann ja mal gucken, was war denn noch am Montag so los? Montag war eigentlich auch überhaupt so gar nichts los. Also ich hatte halt ein bisschen Halsschmerzen, mir ging das nicht so gut. Und bin dann nach der Arbeit auch nur nach Hause aufs Sofa. Also, und habe dann das Video noch zu Ende geschnitten, bin auch noch einmal kurz eingepennt und habe halt abends mit dann weiter Zelda gespielt. Ja. War also. Vielleicht könnten wir ja auch mal jetzt von den Meatball-Sachen mal irgendwie ganz viel nehmen, weil das von den Farben her irgendwie so einigermaßen passt. Vielleicht könnte ich den hier hinkleben, weil nämlich am Dienstagabend bzw. Nacht noch spontan bei McDonald's ich hatte noch nachträgliche Geburtstagsnuggets gekriegt. Sozusagen hatte ich noch offen. Konnte ich noch einlösen. Und irgendwie war ich dann so richtig im Motivationsurlaub-YOLO-Modus. Mir ist alles egal, geil, Wochenende. Ach komm. So. Er klebt jetzt und er klebt schief. Auf jeden Fall, ja, gab es dann noch einen kleinen Midnight-Snacky sozusagen. Und deswegen möchte ich jetzt diesen Burger hier hinkleben. So nämlich. Und das könnte ich doch vielleicht, weil ich jetzt die Wochendeko drehe, vielleicht hier auch noch irgendwie hinkleben. Anstatt erstmal den Anfang hier zu Ende zu machen, ne? Das klebe ich mir erstmal hier hin, dass ich das nicht vergesse. Dass ich das im Hinterkopf innen drin habe. Ja, es nützt nichts. Ich muss hier einfach irgendwie weitermachen. Das wird sich dann schon alles irgendwie ergeben. Auch wenn man sich am Anfang erst denkt, oh no, muss das dann, wird das vielleicht schon dann nachher irgendwie Sinn ergeben. Ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass da jetzt so viel los ist. Ich klebe ihn jetzt auch einfach fest. So. Und wenn es halt einfach random aussieht, also ich meine, es gibt manche, die machen halt auch immer so ein, wo ich mir denke, what? What you doing? Und es sieht halt dann trotzdem einfach irgendwie geil aus nachher. Von daher bin ich nun auch stets bemüht. Da einfach ist, da habe ich jetzt keinen Kleber ran gemacht. Ich dachte, das. Vielleicht mache ich da auch gar nicht groß weiter noch irgendwas oder. Es wird sich noch so mal was ergeben. Dann
gucken wir doch vielleicht jetzt, ob wir den hier einfach random hinkleben und hier noch einen Meatball finden. Oder was? Hier sowas. Sowas hätte ich gerne als Papiere. Ich habe mich halt immer hier, ne? Immer so, ah ja, ich habe ja hier so ein paar Washi-Streifen. Aber sowas hätte ich halt gerne als Papiere. Aber ich hätte halt gerne einfach einen Block, wo so random ganz viele Farben drin sind. Und nicht, ich brauche einen in Grüntönen, ich brauche einen in Blautönen und jeder Block hat irgendwie 400, 500 Blätter oder so. Ja, oder halt allgemein, ne, sowas hier. Irgendwie wäre schon cool. Also so, oder halt, ich sag mal jetzt so Papier, wo nicht so viel, also bei dem hier ist jetzt zum Beispiel jetzt so ein bisschen so viel los, in Anführungszeichen, beziehungsweise da könnte man wahrscheinlich auch das hier so überkleben und dann hätte man das. Oder man könnte es halt auch so einkleben. Aber ich sag mal, hier hat man ja halt irgendwie so ein Muster oder so. Man, ihr wisst schon, was ich meine. Sowas hätte ich halt gerne. Das nervt mich irgendwie ein bisschen. Tut mir übrigens leid, ich habe halt immer noch so ein bisschen Halsschmerzen. Kann auch sein, dass ich mal irgendwie so ein bisschen meine Nase hochziehe oder so. Dann. Müsste auch mal wieder ein paar Tapes ausschneiden. Also hier habe ich ja schon viel aufgebraucht, die ich hatte. Hier fehlen auch schon ein paar. Hier über auch überall. So, und jetzt gucken wir mal weiter. Könnte man hier vielleicht auch noch was raufstempeln oder lassen wir das leer? Mal gucken, mal gucken. Und das könnten wir vielleicht ja auch so machen. Ist das? Nee. Genau, und dann schreibe ich jetzt hier rein. Ja. Ach, ich mache einfach. So, dann könnte man das jetzt vielleicht so machen. So, KW20 Teil 1. Aber ich glaube, die Doppelpunkte, die mache ich da weg. So. Ja. Eins nach dem anderen. Könnte man ja hier vielleicht MC D wegen McDonald's. Genau. Sind zwar jetzt ein bisschen weit auseinander, aber stört mich jetzt gar nicht so. A, B, C, D, K, L. Dann mache ich jetzt, das habe ich aus dem, von dem Kassenbon noch. Bei der Schrift ist leider so ein bisschen schon dieser Druck da weg, weil da der Tesafilm drauf geklebt hat. Aber ist mir egal. Das verleiht dem Ganzen doch ein bisschen Charme, oder nicht? Wird man wahrscheinlich in ein paar Jahren, glaube ich, eh nicht mehr lesen können, weil ich glaube, dieses Ding, das löst sich doch auch irgendwie auf, oder? Gestern hatte ich auch noch einen Termin zum Schörneln. Was habe ich sonst gestern gemacht? Nix. Außer Zelda gespielt.
Oh je, oh je. Naja, doch, ich habe auch ein bisschen Blumen gegossen. Also, das kann man mir jetzt, finde ich, auch anrechnen. Und ich habe zwei Happy Mails verpackt. Hier. So nämlich. Also war ich doch gar nicht so untätig. Oh nee, sie mache ich jetzt dann und da kommt dann was anderes hin. Dann würde ich das vielleicht. Bin ich jetzt irgendwie natürlich gegen gekommen, ne? Das ist auch immer. Kann man da was noch hinschreiben, da hinschreiben. Hier könnte ich dann noch. Da, stimmt, da wollte ich gucken. Ich dachte, dass ich hier vielleicht irgendwas habe. Aber die sind ein bisschen zu groß, glaube ich dann. Die Rubine würde ich nämlich auch gerne hier nochmal ein bisschen aufgreifen. Wegen dem Spiel. Die könnte man dann nämlich auch mal noch irgendwie so verteilen. Genau. Das fand ich die Idee irgendwie ganz cool. Weil das ja mitten in der Nacht war hier mit McDonald's. Was heißt mitten in der Nacht, aber halt, 23 Uhr, 0 Uhr. Deswegen dachte ich, wäre doch das vielleicht noch ganz cool. Das hier lasse ich auch erstmal leer und das lasse ich auch erstmal leer. So, jetzt gucken wir mal wegen den Happy Mails. Ich glaube, sie würde einigermaßen so hier mit den Meatball matchen. So, ich glaube, ich weiß halt immer nicht, inwieweit die Leute gerne möchten, dass ihre Privat. Deswegen mit. Ich schreibe dann die Namen halt dann irgendwann rein. Ach, eigentlich wollte ich das ja querschreiben. Egal. Happy Mail für. So, hier kommt dann jetzt ein kleiner Rahmen hin. Ich hoffe. Das haut jetzt hin, ohne Unterlage, ohne zu gucken, wohin. Ja. Wenn die Seite erstmal so ein bisschen voller ist, dann bin ich auch so ein bisschen entspannter. Den Anfang zu finden, ist echt immer erstmal schwer. Aber jetzt kann ich so ein bisschen beruhigter da rangehen. Was hier oder das angeht, das kann man sich dann immer noch. Mal so, kann man immer noch mal schauen. Juhu, spontan ab Mittwoch, Wochenende. Ich habe halt, also ich finde das jetzt cool, die Weeklies halt irgendwie so zu machen, weil in den Dailies ja schon immer so viel steht, ne? Und deswegen ist das halt mehr so ein Dekokram mit so ein, zwei geschriebenen Sachen. Und deswegen finde ich das eigentlich irgendwie echt cool, das jetzt so zu machen. Weil mir die Weeklies halt so jetzt auch wieder Spaß machen. Ja. Ich klebe hier einfach mal, oh yeah, rein. Siehst du, manchmal ergibt sich einfach irgendwas. So, finde ich jetzt cool. Kann man so lassen. So, dann haben wir da auch was. Ja, Mensch. So nämlich. Gucken, was wir da noch machen. Hier könnte ich ja noch reinschreiben: Best KW19 Video geschnitten. So dass ich da jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt hier Halsschmerzen oder irgendwie sowas hatte, dass mir halt, dass ich so ein bisschen. Könnte man auch, jetzt könnte man ja vielleicht hier zum Beispiel reinschreiben, aber eigentlich ist es halt auch egal, wenn es da nicht steht. Das ist halt nur, dass hier so ein paar. Ja, dass man halt einfach irgendwie. Have fun und so, ne? Genau. Ich glaube, das würde ich jetzt auch erstmal leer lassen. Mal gucken, wo kann man da vielleicht noch was. Da könnte man doch jetzt noch vielleicht was hinstellen, oder?
Na egal, warten wir mal ab, wenn es hier mit der anderen Seite weitergeht. Ich lasse das jetzt erstmal so. Wie sieht denn das über die Kamera aus? Das sieht über das iPad immer so super unscharf aus, ne? So, ich denke, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Ich werde jetzt erstmal frühstücken und dann sehen wir auf jeden Fall uns im zweiten Teil wieder, dann in ein paar Tagen. Ich denke, ich werde mich dann wieder am Sonntag ransetzen, vielleicht auch am Montag dann. Wir werden sehen, genau. Aber so an sich finde ich das schon mal ganz okay. Hier wird sich ja vielleicht, werden sich noch so ein paar Sachen finden. Aber irgendwie mag ich das halt, dass das jetzt einfach so random, so querbeet, so ein Durcheinander irgendwie auch alles so ein bisschen ist. Weil, ja, so habe ich ja vorhin schon mal, glaube ich, gesagt, ne? So machen die Weeklies halt auch mal wieder so ein bisschen mehr Spaß, weil irgendwie war das halt alles so ein Doppelgemoppel, ne? Es steht in den Dailies, in den Weeklies und so brauche ich nur so ein, zwei Sachen aufgreifen und irgendwie finde ich das ganz cool. Und so bleiben die dann nicht leer und werden auch benutzt und ja, genau. Naja, egal. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich freue mich und bis dahin gehabt euch wohl und horido.